I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Flix Originalserie. Du tigerst wieder rum. Mir geht viel im Kopf herum. Was ist mit dir? Seit Tagen isst du nicht, schläfst nicht. Bewirfst keine Möwen mit Ziegelsteinen. Wo ist das Monster, das ich heiratete? Wo sind sie? Bean. Sag was, wenn du da draußen bist. Zieht eine Hose an. Hört, hört. Die Prinzessin und ihre schräge Truppe wurden von Lady Kravitz bei ihrer Rückkehr gesichtet. Die zufälligerweise im rechten Moment aus dem Fenster äugte. Ja. Toller Hüftschwung, Opa. Echt krass, auf dem Rücken eines fliegenden Greifs aufzuwachen und sich an alles vom Vorabend zu erinnern. Habt ihr sterblichen Nerds gut geschlafen? Wir sind fast da. Zurück in Dreamland. Dieses Pendel, Flakon oder was auch immer wird mein Freifahrtschein für alles. Ich tue, was ich will. Ich schneide mir einen Pony. Und ich erhalte endlich den Respekt, den ein Mann mit meinem Hut verdient. Da wären wir. Ich verkünde die triumphale Rückkehr unserer Helden. Von ihrer Mission. Von der alle dachten, sie scheitert. Eure Hoheit. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute ist, wir fanden das Ewigkeitspendel. Die schlechte ist, wir verloren viele gute Männer. Und es war schlimm. Ja. Tolle Geschichte. Wo ist mein Pendel? Bald werden meine Träume wahr. Wo ist mein spezielles Männchen? Ich bin hier, Vater. Nicht du. Ich suche Elfo. Den Fluch des Todes ihr nur brecht. Mit Blut von Elfen, rein und echt. Ein Tropfen ins Gefäß hinein. Um die Seele für immer vom Tod zu befreien. Werde ich zu einem Gott? Ich spüre, wie die Kraft meinen Körper durchdringt und raus will. Ich bin kein Gott. Ich bin nicht mal gesund. Es muss gewirkt haben. Um es zu testen, muss ein Freiwilliger euch töten. Ich mach's. Moment mal. Wartet. Probieren wir es bei einem, der etwas weniger. Ich ist. Ich kenne jemanden, der gerne beachtet werden will. Ich, Prinz Geisbert. Sie wollten mich kompostieren. Aber der Gedanke, euch erneut zu sehen, hielt mich am Leben. Das und verrottete Essensreste. Ihr habt den Schaschlik gehört. Versuchen wir es. Tropf. Mein Kopfweh ist weg. Er ist dahin. Aber wir halten sein Kopfweh. Ich hätte dich nie die Sterne auf deine Eselsmütze kleben lassen dürfen. Kapitel 9. ELFOS Geheimnis. Hoheit, wir ritten um die halbe Welt. Verloren drei edle Ritter. Fanden die Ampulle nicht. Und verloren die Prinzessin. Da ist sie ja, mit der Ampulle. Also eine erfolgreiche Mission. Ja, voll erfolgreich. Wie kann man ein Rezept mit zwei Zutaten vermasseln? Komm, du, Eure Majestät, verhext nochmal. Ich befolgte jede mögliche Interpretation der Anleitung. Was läuft weiter falsch? Vielleicht ist die Ampulle gefälscht. Sie muss echt sein. Sie glühte und läutet, okay? Keine uns bekannte Substanz. Glüht und läutet. Könnte eine Raubkopie aus billigeren magischen Materialien sein. Wie etwa Mittelerde Zirconium oder Kunstleder. Ein Experte muss her. Ich kenne da jemanden. Holt den alten Grabscher aus dem Kerker. Wen? Den alten Grabscher. Alles, was er berührt, kann er identifizieren. Und er hat wirklich alles berührt. Daher hockt er im Kerker.
Aufgepasst, wo ihr anpackt. Ich packe zurück. Lange nicht berührt, Hoheit. Ich stille gern. Euer Verlangen nach Berührung. Schönes Funkeln in den Löchern. Wo mal deine Augen waren. Eine wunderbare Tunika. Plimgrovische Baumwolle. 300 Faden, nehme ich an. Das mag Grabscher. Genug geplaudert. Die Sache ist die, Grabscher. Der Zauberspruch. Benötigt nur zwei Zutaten. Diese Ampulle und Elfenblut. Aber es klappt nicht. Sag mir, ob diese Ampulle. Das ist mein Bauch. Wachen. Nein, du Perverser. Untersuche die Ampulle. Wie ihr wünscht. Die Ampulle ist echt. Diese Kreatur da drüben. Bedarf einer weiteren Untersuchung. Was? Faszinierend. So etwas berührte ich noch nie. Das ist kein Elf. Aber auch kein Nicht-Elf. Er ist jedoch weich und samtig. Danke. Moment, was? Was, er ist kein Elf. Euer Elfenblut funktioniert nicht. Weil das kein Elf ist. Sie irren. Ich verlange eine zweite Meinung. Berühren Sie mich woanders. Diese Knalltüte, die ich bei mir aufnahm, kleidete und fütterte und in einen Luxuskäfig steckte, lock mich an und gab vor, ein Elf zu sein? Das war keine Lüge. Det, sei nicht lächerlich. Er heißt Elfo, meine Güte. Ein O an das Wort Elf hängen? Das stinkt zum Himmel. Das ist verrückt. Ich bin ein Elf. Meine ganze Familie sind Elfen. Schlägt man Elf im Lexikon nach. Ist da ein Foto meines Cousins Exampelo? Du. Du hast alles ruiniert. Mich anzulügen ist ein Kapitalverbrechen. Sofern es keine Schmeichelei ist. Packt ihn. Elfo wird hiermit aus Dreamland verbannt. Schafft ihn weg. Nein. Lebe wohl, kleiner Mann. Falls du Ärger bekommst, zeig einfach den Zettel. Tötet mich. Pendergast gab ihn mir. Jetzt gebe ich ihn dir. Elfo. Bean, du wirst mir fehlen. Elfo, das ist nicht das Ende. Bleib. Bleib was? Bleib cool, bleib, wie du bist. Schönen Sommer. Wie konntest du nur? Elfo riskierte sein Leben. Für diese blöde Ampulle. Nicht jetzt, Bean. Daddy ist wütend. Mir wird gerade etwas bewusst. Wegen dir habe ich ein Alkoholproblem. Na klar. Ich bin dein Vater. Weißt du, was noch? Egoistisch. Und ein mieser König. Selbst wenn du es schaffst, unsterblich zu werden, will kein Normaler das mit dir erleben. Bringt sie weg. Sperrt sie ein, bis sie uns nicht mehr den Spiegel vorhält. In ihre Kammer, Hoheit? Nein, da flüchtet sie sofort. Einen sichereren Ort. Und nehmt ihre freche Katze mit. Typische Reaktion, Mr. Vorhersehbar. Das wird wieder. HOCHSICHERHEITSFLEISCHTRESOR. Lasst mich raus. Geht Elfo, gehe ich auch. Können wir nicht machen. Aber ich kann. Los. Findet euren Freund. Echt nett. Das hatte ich nicht erwartet. Viel Glück beim Blamieren. Eines anderes Königreichs. Hattest du das erwartet? Irgendwie schon. Sie lassen die Prinzessin laufen? Vorerst. Elfo. Ich habe ihn. Echt? Warte. Das sind nur drei Viertel. Eines toten Waschbärs. Wer ist da? Bleibt weg. Ich warne euch. Sag. Schon. Wer? Du. Bist. Hi. Ich bin, Elfo. Lucy? Ihr habt mich gesucht?
Ihr seid die besten Freunde, die es gibt. Ist dir klar, dass du mich noch schlägst? Ich habe Angst vor dem, was du tust. Wenn ich aufhöre. Immer langsam, Meister. Gott, ich rede wie ein Barkeeper. Alles ergibt jetzt Sinn. Als Kind passte ich nie zu den Elfen. Ich verstehe dich. Nach dem Tod meiner Mom hatte ich das Gefühl auch. Ich lernte meine nie kennen. Vielleicht mangelt es mir daher an Elf-Vertrauen. Du kannst kein Elf-Vertrauen haben. Du bist kein Elf. Du findest dein Glück nur, wenn du rausfindest, wer du bist. Und nur ein Weg führt zur Antwort. Nein. Ich kann nicht zurück nach Hause kriechen. Das ruiniert meinen Ruf. Als knallharter Typ. Was hast du angestellt? Ein Buch nicht zurückgegeben? Ja. Ich kann nie mehr zurück. Aber du erfährst die Wahrheit nur in Elfwood. Das einzige Problem ist, der Ort ist ein Geheimnis. Und Elfen dürfen keinen von draußen mitbringen. Du bist kein Elf. Oh, ja. Okay, dann los. Wartet, ich rieche Kakao. Karamell. Und Konformismus. Elfwood. Wir sind da. Okay, sie misstrauen Fremden. Also müssen wir schlau sein. Ich bin Clarence. Du bist eine Kleinstadtreporterin, die über Elfwood schreiben will, und du. Wir können dich hören, Elfo. Hi. Dürfen wir reinkommen? Bitte? Bei ihm sind eine Fremde und eine entstellte Katze. Ob das eine gute Idee ist? Wieso nicht? Sie könnten nicht reinpassen. Wow, ich ahnte nicht, dass Elfen Rassisten sind. Wir sind keine Rassisten. Wie kann die beste Rasse der Welt rassistisch sein? Und täte ein Rassist dies? Ich muss mich entschuldigen, Elfo. Verhältnismäßig gesehen bist du ein knallharter Typ. In solchen Momenten wünschte ich mir 3000 Fäuste. Willkommen in Elfwood. Heimat der unvoreingenommenen Elfen. Jeglicher Form und einer Größe. Richtig, Wacho? Ich beobachte, verurteile und verallgemeinere. Tut mir leid. Das war ein Unfall. Mein Auge. Tut mir leid. Lass mich. Geh besser rein, bevor du mir zu Tode hilfst. Und wieder einmal, Elfo, hast du unsere Bräuche zum Gespött gemacht. Wer ist der mickrige Zwerg? Das ist Lucie. Ein Dämon. Und wer ist das? Das ist Bean. Ein Mensch. Menschen bringen nichts als Verrat und Leid. Ich brachte auch Schnaps mit. Elfo, ich wusste nicht, dass du zurückkommst. Ich wusste nicht, dass hier noch Dinge auf mich warten. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Was? Aber wie kann er? Ich bin erst wenige Monate weg. Das reicht schon. Ich wusste nicht, dass ich einen Sohn habe. Nein, das ist Schrumpfo. Mein neuer Freund. Ich wollte nur sagen, dass ich darüber hinweg bin. Nichts für ungut. Natürlich nicht. Aber falls du mal Ball spielen willst, will er nicht. Aber für ihn ist es okay, wenn wir mal rummachen. Elfo, mein Junge. Da flippt mein Popo ja aus. Du bist zurück. Papa, genau dich wollte ich treffen. Wer ist die wohlgeformte Zuckerstange? Du kommst nach deinem Alten. Die Vorliebe für große Frauen liegt in der Familie. Ja, Papa. Schalte mal kurz einen Gang runter. Sorry, wir müssen reden. Ich sehe schnell nach meinen Freunden. Okay, alles bestens. Was für Schokozigaretten sind das? Twinkletown Kichergras. Ich muss die Wahrheit erfahren.
Bin ich kein echter Elf? Mein Junge. Ich wollte es. Die Sache ist die, ich. Verstehst du? Ich bin froh, dass wir redeten. Sag du jetzt mal was. Aber du hast gar nichts gesagt. Das ist meine vorletzte Notfallflasche. Also lasst uns anstoßen. Ihr habt eure Tore und Herzen geöffnet. Auf Frieden zwischen den Völkern. Und möge aller Groll zwischen Elfen und Menschen hinter uns liegen. Achtung! Hinter uns. Danke, Prinzessin Tiabini. Ihr folgtet uns? War nicht schwer dank der Stiefelspuren und des verräterischen Dufts von billigem Dreamland-Gras. Der König will Elfenblut. Wenn drei der saftigsten in meinen Sack hüpfen, sind wir wieder weg. Ich sehe aus wie ein Elf. Sag schon, Dad. Was bin ich? Ich wollte es dir nach meinem Tod sagen. Also gar nicht. Es ist schwer zu sagen. Daher lasse ich diese Stickerei sprechen. Deine Mom stickte es. Die Wahrheit ist, du bist nur halb Elf. Du bist auch halb. Ihr bedroht dieses unschuldige Volk? Seht euch den mal an. Zeig ihnen, was unter deinem Hut steckt. Das ist nicht nur ein Kätzchen, sondern ein schlafendes. Diese Kerlchen sind absolut wehrlos. Nicht ganz. Schnappt die kleinen Bastarde und helft mir. Ich liege hier wie ein Käfer. Kampfglocke läuten. Wunderkugeln. Was ist mit meinen tapfersten Männern? Edgar der Furchtlose. Ist nun Edgar der Kopflose. Rückzug. Ihr wollt das gesamte Elfenreich mit 6 Rittern erobern? 5, 6, 7. Mist. Wir müssen verschwinden. Tore schließen. Es geht nicht zu. Das Riesenmädchen zerstörte es. Mit offenem Tor. Können wir nicht verschwinden. Das wäre gegen die Naturgesetze. Wir schließen es von außen. Auf Befehl eures Vaters. Zur Seite treten, Tiabini. Niemand nennt mich Tiabini. Nur meine besten Freunde. Und meine schlimmsten Feinde. Du hast es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Ich scheiß auf Teamgeist. Die Elfen klauten mein Gras. Wir sind ein Team. Das wusste ich immer. Wirklich? Nein. Elfo. Elfo, rede mit mir. Elfo. Wer war das? Halte durch, okay? Halte durch. Schon gut. Schon gut, Bean. Ich wollte immer jung und knackig sterben. Dein Dad versteht das. Mit der Unsterblichkeit falsch. Dieses Monster ist nicht mehr mein Dad. Ich habe nur dich. Bitte bleib bei mir. Elfo, bleib bei mir. Mann, wenn das Traurigkeit ist. Gefällt sie mir gar nicht. Prinzessin, wir müssen los. Wir müssen dem König mitteilen, dass die Mission scheiterte. Wir haben nicht einen Elf. Einen echten Elf. Schickt einen Truthahn los. Bini, wenn ich etwas tun kann, rühr mich nicht an. Du kannst rein gar nichts tun. Elfo ist wegen dir tot. Ich habe wohl etwas übertrieben. Deine fanatische Besessenheit von dem Lebenselixier. War es das alles wert? Ich halte es nicht mal für wahr. Es ist nur ein Mythos in einem Buch. Es ist bedauerlich, dass du deinen Freund verlorst. Ich verlor nicht nur meinen besten Freund. Ich verlor meinen Vater. Du hast mich belogen und betrogen. Raus. Du hast recht. Ich habe gelogen. Das Lebenselixier war nicht für mich, sondern für deine Mutter. Ich wollte sie zurückholen. Mein ganzes Leben hing von dieser Ampulle ab. Mom ist seit 15 Jahren tot. Von ihr ist nichts mehr übrig.
Hör auf, mich zu manipulieren. Das ist deine Mutter. In jener Schicksalsnacht verspätete sich der Vorkoster. Du warst ein kleiner Spaßvogel. Du hast dauernd unsere Gläser vertauscht. Ich ahnte nichts davon. Das verfluchte Gift, das mir galt, trank sie stattdessen. Ich wollte es dir nicht sagen, da ich weibliche Emotionen fürchte. Und du solltest dich nicht schuldig fühlen. Ich versuchte alles Erdenkliche, um deine Mutter seitdem zurückzuholen. Aber nun ist es nur noch ein Wunschtraum. Es tut mir leid, Bean. Alles. Ich lasse dich alleine. Wenn du bereit dafür bist, kriegst du ein neues Haustier. Verdammt. Das Gute daran ist, ich klaute das, was ihm am wichtigsten ist. Das heitert dich doch etwas auf, oder? Bean? Ich bin also auch verantwortlich für den Tod meiner Mutter? Bin ich ein schlechter Mensch? Es tut mir so leid, Mom. Wärst du doch hier. Sorry, aber du hast überall im Gesicht Rotz. Danke, ja. Das ist Elfenblut. Echtes Elfenblut. Glaubst du wirklich, das funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Aber ein Versuch schadet keinem. Es gibt nur einen Bluttropfen. Wen soll ich wählen? Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Bestimmt führt es wieder zu nichts. Schließ deine Augen und denk an nichts. Komme, was wolle. Mom? Was, Bean? Bist du das, Bean? Untertitel von Wenke Kilmer.